Okay, dann können wir direkt loslegen. Und zwar der Stoffverbrauch für diese Tasche liegt bei circa 1 Meter. Also am besten ist es, wenn ihr 1 Meter mal ungefähr 1,40 bis 1,50 habt, dann sollte das auf jeden Fall ausreichen. Und ansonsten braucht ihr natürlich die ganzen Maße für die Schnittteile, dann eine Stoffschere, etwas zum Markieren wie Schneiderkreide oder einen Stoffmarkerstift, dann natürlich was zum Abmessen und ich habe in meinem Fall noch für die kleinen Träger so Gurtband verwendet. Ihr braucht das aber nicht machen, also ihr könnt es einfach aus dem normalen Stoff machen. Genau, und wenn ihr das alles beisammen habt, dann erkläre ich euch jetzt einmal kurz, was für Schnittteile wir brauchen. Ihr seht hier jetzt gerade mal eine kleine Übersicht und ich gehe jetzt nochmal auf alle einzeln extra ein mit den einzelnen Maßen. Okay, wir brauchen einmal lange Träger und einmal kurze Träger, jeweils zweimal davon und die langen Träger sind 74x10 und die kleinen sind 35x10 cm. Dann brauchen wir eine identische Rück- und Vorderseite, die ist jeweils 50x45 cm und optional auf der Vorderseite eine Außentasche mit 27x17 cm. Dann brauchen wir zwei Seitenteile, auch wieder identisch, 45x15 cm und einen Boden, der ist 50x15 cm. Dann haben wir einen Zwischenteil, das ist 50x35 cm und auch hier könnt ihr optional eine Innentasche mit 22x17 cm aufbringen. Wenn ihr die kleine Schlüsseltasche nennen wollt, dann braucht ihr drei Teile mit 17 cm Breite und einmal 11 cm Höhe, 8 cm und 6 cm. Hier seht ihr jetzt nochmal alle Schnittteile auf einmal, also genau das war eben Vorder- und Rückseite. Dann einmal das etwas kürzere Seitenteil, was eben unser eigenes Zwischencompartment wird. Dann seht ihr hier einmal unsere Teile, die wir für die kleine Schlüsseltasche brauchen, also das sind insgesamt drei Stück. Dann haben wir hier einmal unsere zwei Seitenteile, die eben identisch sind. Hier haben wir dann unsere zwei langen Träger, die kurzen Träger hatte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht ausgeschnitten. Und hier haben wir dann noch einmal den Boden. Und zu guter Letzt haben wir jetzt hier noch unsere zwei kleinen Taschen, die eben einmal auf die Außenseite und einmal auf die Innenseite kommen. Und die könnt ihr aber in der Größe natürlich variieren, wie ihr wollt. Wir fangen jetzt erstmal an, alle unsere Teile vorzubereiten. Und dazu nehmen wir uns zuallererst mal unser drittes Seitenteil. Und ich nenne das jetzt im Folgenden immer Zwischenteil, damit jeder weiß, was gemeint ist. Und das versäubern wir einmal oben an der langen Kante und klappen das dann 1 cm um und bügeln das Ganze. Das gleiche machen wir dann noch bei den zwei kleinen Teilen von der Schlüsseltasche, das heißt einmal oben eine lange Kante versäubern und dann einmal 1 cm nach innen klappen und auch hier einmal drüber bügeln. Und auch noch bei unseren zwei Innentaschen bzw. Innen- und Außentasche versäubern wir jedoch alle vier Kanten, also einmal komplett drumherum schön versäubern und klappen auch hier eine von den Längskanten einmal 1 cm nach innen und bügeln das Ganze um. Wenn ihr das alles gemacht habt, sollte das ungefähr so aussehen. Also all diese Teile müsstet ihr jetzt einmal versäubert und umgeklappt haben. Und wenn ihr das gemacht habt, können wir jetzt damit ab ohne die Nähmaschine und ihr steppt jetzt einmal die Seite, die ihr umgebügelt habt, einmal ganz knappkantig ab. Wir machen uns jetzt zuerst an unsere Schlüsseltasche und zwar fangen wir an. Hier seht ihr nochmal oben das Teil, so sieht es aus. Also einmal schön umgeklappt und versäubert sozusagen. Und zwar nehmen wir uns das Rückteil, legen es mit der schönen Seite nach oben, nehmen uns jetzt unser kleines Teil und legen das oben an die Kante rechts auf rechts, also die nicht so schöne Naht schaut uns sozusagen an und nehmen dann das große Teil und legen das genauso rechts auf rechts, aber unten bündig drauf. Und jetzt seht ihr, ist da in der Mitte dann eine Öffnung, wo sich eben diese zwei kleinen Teile überlappen. Und das wollen wir, weil wir brauchen hier eine Öffnung, wo wir unseren Schlüssel reinschmeißen können. Also theoretisch ist das sowas wie ein Hotelverschluss bei einem Kissen, nur dass wir das jetzt in ganz klein machen für die Schlüsseltasche. Dann näht ihr das einmal komplett drumherum fest und dann könnt ihr das einmal versäubern und einfach umwenden. Ich habe dann hier die Ecken noch ein bisschen so rausgedrückt, damit die schön werden, dann könnt ihr das einmal bügeln und schon habt ihr eure Schlüsseltasche und die legen wir erstmal beiseite, die brauchen wir erst später wieder. Dann machen wir uns jetzt an unsere Träger ran und zwar haben wir die ja zweimal, beziehungsweise wenn ihr die kleinen Träger nicht aus dem Gurtband macht, dann macht ihr das eben mit den kleinen Trägern genauso. Wir klappen die einmal rechts auf rechts aufeinander und steppen die dann einfach mit einem Zentimeter Nahtzugabe einmal ab. Das seht ihr hier jetzt auch. Also ich habe mir das mit Klammern fixiert und habe dann einfach die komplette Länge einmal einen Schlauch genäht. Dann wendet ihr diesen Schlauch einmal um, dazu habe ich mir eine Sicherheitsnadel an eine Seite rangemacht, habe dann die Sicherheitsnadel in den Tunnel reingesteckt und dann einmal so richtig durchgefriemelt und das ist ein bisschen Arbeit und es dauert ein bisschen, aber wenn ihr das schön vorsichtig macht, dann platzt da auch nichts auf und dann sehen die auch gut aus. Hier habe ich die dann einmal schön abgebügelt, dann sehen die schon mal richtig flach und richtig sauber aus. Und jetzt der letzte Schritt für die Träger ist, dass wir die Topstitchen an rechts und links, also an den beiden langen Kanten. Und zwar, das seht ihr hier, ich steppe das von oben, also von der schönen Seite, einmal knappkantig ab. Und es macht einfach einen schönen Effekt. Also sie sehen, finde ich, einfach professioneller aus und die bleiben dann auch so an Ort und Stelle und drehen sich dann nicht mehr irgendwie rum.
Dann geht es jetzt direkt weiter mit unserer Innen- und der Außentasche. Und dazu habe ich einmal die drei offenen Kanten, die wir noch nicht umgeklappt haben, einmal 1 cm nach innen geschlagen und habe das richtig gut mit Dampf gebügelt. Und das gleiche mache ich dann auch noch bei der Außentasche. Wenn ihr die dann gebügelt habt, könnt ihr die knappkantig von oben wieder einmal mit der Nähmaschine absteppen. Einfach, dass die Nähte, also das muss man nicht machen, aber die Nähte sind dann einfach schon mal fixiert und klappen nicht mehr beim Draufnähen auf das Außen- und auf das Innenteil dann wieder so komisch raus. Deswegen würde ich euch das auf jeden Fall empfehlen, einmal von oben schön abzusteppen und dann könnt ihr die einfach im Ganzen auf das Außenteil dann, beziehungsweise auf das Innenteil dann drauflegen. Wenn ihr das gemacht habt, näht ihr, also steckt ihr euch die jetzt erstmal auf euer inneres Seitenteil, also das ist eben dieses Zwischencompartment, habt es draufgesteckt, habt mir das dann richtig mit Nadeln fixiert, weil ihr habt es gleich unter der Nähmaschine und dann habt ihr nicht mehr so die Kontrolle, ob das wirklich alles an Ort und Stelle bleibt, deswegen fixiert euch das richtig gut. Und dann nähen wir natürlich nur drei Seiten davon auf dem Stoff fest, weil wir brauchen ja noch eine Öffnung oben. Und da achtet ihr jetzt auch drauf, die Seite, die ihr offen lasst, muss eben die Seite sein, die nach oben auch die Seite ist, wo das große Teil eben versäubert ist. So. Genau, hier seht ihr das jetzt auch. Jetzt kreiere ich sozusagen diese Doppelnaht. Und jetzt ist die richtig fest drauf, die Tasche. Und es sieht super sauber oben aus, weil sie eben einmal umgeklappt wurde. Genau, und das gleiche machen wir jetzt theoretisch, also exakt das gleiche nochmal bei der Außentasche. Hier gebt euch bitte extrem Mühe, weil das ist ja die Tasche, die man dann auch wirklich sieht, also die nicht innen drin ist, sondern die halt wirklich plakativ außen drauf ist. Aber prinzipiell genau das gleiche, steckt euch das wieder richtig sauber, schön fest und näht es dann einmal von außen ab. So sieht es dann aus. Und ich habe mich entschieden, da einmal in der Mitte, dann am Ende noch einmal ein Top-Stitching-Naht genau in der Mitte von der Tasche zu machen, damit die zweigeteilt ist und das ist jetzt die perfekte Größe für Taschentücher, deswegen. Aber das müsst ihr natürlich nicht machen. Das fand ich einfach nur cool, damit nicht alles so rumfliegt. Im nächsten Schritt legen wir jetzt unser Zwischenteil mit der neu drauf genähten Tasche einmal mit der schönen Seite auf die linke Seite von unserem Rückteil. Das könnt ihr aber auch andersrum machen, aber ich wollte das machen, dass die kleine Tasche dann eben nicht mit der Vorderseite in die große Tasche reinzeigt, sondern eher zum Rückteil, damit das ein bisschen fixierter einfach ist. Aber das könnt ihr wie gesagt machen, wie ihr wollt. Und das habe ich dann einfach mit einer großen Stichlänge einmal rundherum festgesteckt, dass es jetzt sozusagen nur noch ein Teil ist. Als nächstes machen wir jetzt an unser Rückteil, also an das Teil, was wir gerade eben zusammengestitcht haben, die zwei Seitenteile ran und die nehmen wir einfach rechts auf die zwei Längskanten und stecken uns das einmal fest. Ich habe jetzt hier einfach so Stoffklammern genommen, weil das für mich jetzt einfach ein bisschen leichter war, aber das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Und nähen das einmal einfach geradstichig runter und dann versäubern. Als nächstes nehmen wir jetzt noch unser Vorderteil und legen das auch wieder rechts auf die zwei offenen Kanten noch von den Seitenteilen. Und auch hier genau das gleiche, wieder einmal runternähen, einmal versäubern. Und dann habt ihr jetzt hier schon so eine Art Tüte, die natürlich oben und unten noch offen ist. Aber jetzt machen wir uns schon dran, den Boden festzunähen. Und zwar ist die Tasche jetzt auf links gewendet. Ihr nehmt euch jetzt euren Taschenboden und klippt den rechts auf die Tasche eben drauf. Also ich guckt jetzt einmal die linke Seite von der Tasche an und die linke Seite vom Boden und die berühren sich aber rechts auf rechts innen drin und genau bei den Ecken einfach darauf achten, dass die Ecken vom Taschenboden auch auf die Ecken, also auf die Kanten von der Tasche drauf passen und wenn ihr das einmal näht, dann bleibt ihr einfach in der Ecke mit der Nadel stecken, dreht dann einmal den Stoff rum und näht dann einfach die andere Seite weiter. Das Ganze könnt ihr dann versäubern und dann sollte das ungefähr so aussehen. Dann müssen wir uns jetzt nur noch im letzten Schritt um unseren Bund oben kümmern, denn der ist ja einfach noch offen. Und dazu klappt ihr den einfach einmal 1 cm nach innen um, dann bügelt ihr das Ganze, dass der schon mal fixiert ist. Und im zweiten Schritt klappt ihr den dann nochmal um ca. 3 bis 4 cm um, einfach wie ihr das gerne haben wollt. In dem Fall seht ihr ja bei mir, ist das jetzt ein bisschen kleiner geworden, also beim zweiten Mal umklappen konnte ich leider nur 2,5 cm nach innen schlagen. Bei euren Maßen, die ich euch aber am Anfang angegeben habe, ist es schon verändert, also verbessert. Also ihr könnt den ruhig dann 3-4 cm umschlagen. Weil bei mir ist dann eben dieses Zwischenteil in die Quere gekommen und da konnte ich ja nicht drüber nähen, sonst hätte ich das Teil ja zugenäht. Genau, und bevor ihr das dann einmal von oben absteppt, sandwichen wir jetzt noch alle Teile dazwischen, die noch rein müssen. Und zwar sind das einmal die kleinen Träger, die großen Träger und vor allem auch unsere Schlüsseltasche. Und ihr seht es hier einfach, ich stecke die einfach rein, achte nur darauf, dass die nicht in sich verdreht sind, sondern einfach eben gerade sind. Und dann müsst ihr natürlich noch darauf achten, dass es eben auf der einen Seite genauso gleich ist wie auf der anderen Seite, also dass die Träger nicht ein bisschen verschoben oder schief sind. Und wenn ihr das dann nochmal doppelt gecheckt habt, dann könnt ihr das von oben einmal absteppen. Und das seht ihr jetzt hier auch, da habe ich jetzt ganz knappkantig einmal eine Naht, mit der eben alles fixiert ist. Im nächsten Schritt klappe ich jetzt die Träger einmal nach oben.
und näht dann hier einmal so ein Viereck drumherum. Und ihr könnt auch, wie das bei den meisten Jutebeuteln ist, nochmal so ein Kreuz drauf nähen. Aber ich wollte das einfach designtechnisch nicht. Also ich habe einfach nur ein Quadrat gemacht, dann ist das auch super fixiert. Und das Ganze mache ich auch noch bei den kleinen Trägern. Also die schlage ich auch wieder einmal nach oben und fixiere die dann einmal, indem ich so ein Viereck drumherum nähe. Auch die Schlüsseltasche habe ich auch genauso dazwischen gesandwicht. Also nochmal zwischen den kleinen Trägern habe ich dann die Tasche noch mit oben in den Bund eingefasst. Und es ist dann einfach super fest und super sauber alles. Und dann ist die Tasche auch schon fertig. Hier seht ihr jetzt das Endergebnis Nummer 1, also aus einem ganz normalen Jute-Stoff. Ich verlinke euch auch den Stoff und vor allem das Gurtband einmal in der Infobox, wenn ihr das genauso nachnähen wollt. Und ihr könnt die kleinen Träger natürlich auch weglassen, aber ich finde es einfach super, super praktisch, wenn ich was richtig Schweres eingekauft habe und ich die nicht mehr über die Schulter tragen kann, dass ich die dann wirklich so richtig fest in die Hand nehmen kann. Deswegen, und ich finde es auch ein cooles Designelement. Genau, und die ist auch wirklich ziemlich groß geworden. Ihr könnt die Maße natürlich anpassen, wie ihr wollt, aber das Grundschnittmuster habt ihr jetzt erstmal. Und hier seht ihr jetzt nochmal, wie praktisch die Tasche eigentlich ist. Also in dieses Zwischenfach, was ja ein bisschen kleiner ist, kann ich komplett ein Buch reinlegen oder eben große Hefter, damit die einfach super aufgeräumt sind. Vorne passen perfekt Taschentücher, Boxen rein. Dann haben wir natürlich noch unser kleines Schlüsselfach, wo ihr einen kleinen Schlüssel reinhauen könnt. Und ich habe das Schlüsselfach bei euch bei den Maßen jetzt ein bisschen größer gemacht, damit der Schlüssel ein bisschen besser drin liegt. In dem Jutebeutel ist auf jeden Fall alles aufgeräumt und es ist nicht, dass alles irgendwo in einer Tasche rumfliegt, sondern es hat alles wirklich seinen Platz. Genau, und deswegen finde ich ihn einfach super, super praktisch. Und jetzt als kleine Surprise, ich habe ihn nämlich nicht nur aus dem Stoff genäht, sondern ich wollte schon super lange mal eine Tasche aus so einem Bademantelstoff nähen. Und ja, ich habe es jetzt einfach gemacht mit dem exakt gleichen Schnittmuster, nur mit den besseren Maßen, die ich euch jetzt aber auch schon angegeben habe. Und der sieht dann nämlich so aus. Die ganzen Maße für die Schnittteile, die ich euch angegeben habe, waren schon inklusive Nahtzugabe. Das heißt, wenn ihr eine konstante Nahtzugabe von 0,5 cm oder wie ich 1 cm nehmt, dann haut das auf jeden Fall alles hin. Und ihr könnt natürlich noch ganz viele Änderungen vornehmen, wie zum Beispiel bei der blauen Tasche habe ich auch diese vordere Tasche auf dem Vorderteil eben bis komplett unten gemacht und habe die unten mit in die Naht eingefasst, wo das Vorderteil an dem Boden angenäht wird. Also ihr könnt da wirklich einen komplett anderen Look ganz einfach erzielen, indem ihr einfach nur ein paar Maße abändert. Also seht es einfach so als grobe Anleitung, wie ihr den näht und als grobes Schnittmuster und dann könnt ihr einfach euer eigenes Ding draus machen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mich wissen lasst, wenn ihr die Tasche nachnäht und wie sie dann geworden ist. Und ich freue mich auch immer über Feedback in den Kommentaren. Dann freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Es kommen ganz, ganz viele coole neue Nähprojekte. Und dann würde ich sagen, bis dahin, eure Lucy.